Bianca Kappler erledigen, nämlich die Qualifikation, die Pflichtaufgabe. 6,75 Meter, da müsste alles passen, wo sie in dieser Saison bereits 6,90 Meter gesprungen ist und damit Nummer 8 in der Welt, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber was ist schon die Papierform dann, wenn es drauf ankommt? Ist nach ihrer Mutterschaft schnell wieder in Topform gekommen, ist sogar leistungsfähiger als früher, leichter geworden, gleich Vierter bei den Hallen-Europameisterschaften geworden. Wach muss sie sein, deshalb dieser kleine Weckruf. 6,90 Meter, die persönliche Bestleistung in dieser Saison aufgestellt. Aber das ein ungültiger Versuch, der vierte rote Fahne. Aber das ein ungültiger Versuch, der vierte rote Fahne. Hat sich gefreut, hier dabei sein zu dürfen. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Nadine Kleinert. Hat sich gefreut, hier dabei sein zu dürfen. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Nadine Kleinert. Herr Kappler, 6,81, dritter Platz. Sie ist der Zwischenzeit schon 6,90 gesprungen. Wie auch immer, sie wollte sich in diesem Bereich stabilisieren. Sie schaut nicht auf eine Medaille. Sie sagt, ich bin momentan topfit. Töchterchen Jolina ist ein Jahr und drei Monate alt und danach lief alles wie geschmiert. Klaus Amt, Kappler, 6,81, dritter Platz. Heide Gommisch.